Seid gegrüßt und herzlich willkommen bei TK Whisky. Und heute habe ich einen Blair Essel für euch, unabhängig abgefüllt von Douglas Lane. Ja, Blair Essel, die Brennerei, liegt in den Highlands von Schottland und wurde 1798 unter dem Namen Aldur gegründet. Das lief aber nicht besonders gut. Deshalb wurde sie dann erstmal wieder geschlossen und 1825 enorm vergrößert und dann unter dem Namen Blair Essel neu eröffnet. Heute gehört die Brennerei wie vielen anderen auch dem großen Konzern Diageo. Von Blair Essel selbst gibt es keine oder so gut wie keine Originalabfüllung. Außer die einzige, die ich jetzt im Kopf habe, ist ein Special Release von Diageo 2017. Da kam ein 23-jähriger Blair Essel raus, eine Originalabfüllung. Schweineteuer, weiß ich nicht, ob man das braucht. Ansonsten gibt es noch von der Flora und Fauna einen 12-jährigen, den manche als Originalabfüllung ansehen, aber für mich ist das nicht wirklich eine Originalabfüllung. Ja, wenn man von Blair Essel Single Malts probieren möchte, muss man sich dann bei unabhängigen Abfüllern umschauen, also wie bei dem Kollegen jetzt hier. Oder auch in der Blendindustrie, da wird auch viel Blair Essel verwendet. Zu dem Abfüller selbst, Douglas Lane, kann ich euch auch noch ein paar Infos geben. Die sitzen in Glasgow in Schottland und sind bekannt für ihre Blended Malts, wie zum Beispiel Big Pete, Rock Oyster oder auch Scallywag. Hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört oder vielleicht auch schon mal im Glas gehabt. Sie haben dann auch viele verschiedene Serien, wie zum Beispiel die Old Particular Serie oder die Extra Old Particular Serie oder eben dann auch die Provenance Serie. Bei der Provenance Serie handelt es sich da werden die Whiskys entweder in Small Batches abgefüllt oder in diesem Fall, wie es hier auch drauf steht, als Single Cask. Die Whiskys sind nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Ich finde die Aufmachung richtig cool. Zeige euch das mal. Das gleiche Etikett hat man auch auf der Flasche und ich finde das Design von der Dose, auch das hat man hinten nochmal auf der Flasche drauf. Ich finde das Design echt richtig gut. Ups, ja, andersrum. So. Und die Flasche. Auch nochmal. Mit vielen, vielen Infos drauf. Also ich finde die Aufmachung sehr schön, wobei ich sagen muss, das Etikett ist schon fast überlagert. Dass es schon fast zu viele Infos sind. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also ich finde die Optik trotzdem schön. Man kann an diesen Flaschen schon immer direkt erkennen, aus welcher Region kommt die Flasche. Denn das liegt an der Farbe. Hier dieses Lilane, das heißt immer direkt Highlands. Hier oben steht es dann auch einmal drauf. Highland. Und zum Beispiel Speyside ist, meine ich, in Rot. Die anderen Farben habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, aber auf jeden Fall kann man an der Farbe schon immer erkennen, aus welcher Region kommt der Whisky. Ja, man hat viele Infos draufstehen, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, 10 Jahre alt, ein Single Cask. Da hat man hier ein paar Tasting Notes draufstehen, die werde ich jetzt nicht lesen. Gebrannt wurde der Whisky im Oktober 2010 und im Dezember 2020 in die Flasche gefüllt. Dann steht hier nochmal, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt und eine von 354 Flaschen. Welcher Fasstyp ist es denn? Die Farbe ist ja schon ordentlich für 10 Jahre. Und da steht hier, es ist ein Rejuvenated Hogshead. Ja, Rejuvenated Hogshead. Was heißt das? Das ist so wie diese STR-Fässer, also Shaved, Toasted and Recharred. Das sind wieder aufbereitete Fässer. Also Fässer, die schon öfters verwendet wurden, wo da nicht mehr so viel rauskommt an guten Aromen. Die werden dann von innen, wird die Schicht dann ausgeschabt, ausgekratzt, dann neu getoastet und nochmal neu ausgebrannt, die Fässer. Dann hat man eine Mischung hinterher aus einem, ja, quasi aus einem Virgin Oak und einem First Fill, was auch immer vorher da drin war. Bourbon, Sherry, weil der Sherry, der da vorher drin war, der hat sich natürlich in die Fassdauben gesaugt und die Whiskys, die vorher da drin lagen, die haben natürlich schon einiges rausgezogen. Wenn man das Ganze auskratzt,
hat man ja wieder eine neue Schicht von dem Sherry. Nicht mehr so viel, weil der ja nicht so tief in die Daumen reingeht, aber ein bisschen ja immer noch. Von daher hat man von der Vorbelegung dann doch wieder frische Aromen und dann halt frisch getoastet, frisch ausgebrannt. Damit nochmal schön die Süße kommt, Karamell, Vanillenoten und ja, scheint interessant zu sein. Also die Farbe ist wirklich, finde ich, für 10 Jahre, könnte auch Sherry sein, aber ich glaube es nicht. Sonst hätten sie wahrscheinlich Rejuvenated Sherry Hogshead geschrieben, aber es ist nur Hogshead. Ich denke, das wird Bourbon sein, aber die Farbe finde ich schon echt gut. Habe ich erzählt, was ich für den bezahlt habe? 47,90 Euro. Ist, finde ich, vollkommen im Rahmen. Völlig in Ordnung. Die Farbe im Glas. Und dann halte ich mal die Nase rein. Süß, Karamell. Vanille. Dann entwickelt sich eine Orange. Dann habe ich so eine, ein bisschen eine Ledernote. Also von Sherry habe ich nichts, also wird kein Sherry fast vorher gewesen sein, kein Sherry Hogshead. Ein bisschen schokoladig. In Verbindung mit so ein bisschen fruchtigen, so Traube. Erinnert mich so ein bisschen an diese Schokolade-Traube-Nuss. Ich weiß nicht, ob ihr die Schokolade kennt. Esse ich echt gerne. Und so eine Mischung ist das. So Milchschokolade, aber keine Bitterschokolade. Milchschokolade, dann Weintrauben und so eine nussige Note dabei. Schöne Nase. Also für 10 Jahre kann ja schon was. Hauch, Eiche, habe ich so ein bisschen. Ein bisschen geröstete Eiche. Kann halt von diesem frisch ausgekohlten sein. Ja, probiere ich mal. Slante. Im Geschmack wieder diese Schokolade, Traube, Nuss. Wieder ein bisschen schokoladig, Traube. Ein bisschen Nussigkeit, also eine Würze dabei. Dann habe ich noch so ein bisschen Karamell. So Karamell-Schokolade vielleicht. Schönes Wechselspiel so aus süß und würzig.
Also wirklich schön. Erst süß, ein bisschen schokoladig, fruchtig. Dann kommt eine Würze hinzu. So eine leicht frische Kräuternote habe ich da noch mit drin. Hat sich jetzt aber auch erst nach dem zweiten Schluck entwickelt. Jetzt gucke ich doch mal auf die Tasting Notes. Gucken, was die so schreiben. Milchschokolade, ja. Also in der Nase jetzt. Gebäck, warmes Gebäck. Buttriger Biskuit. Dunkle Kirschen habe ich auch gar nicht. Ein Geschmack. Wohl würzig. Muskat habe ich auch nicht. Ich habe eine Würze, aber als Muskatnuss würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Kondensmilch und Toffee. Ja, Toffee auf jeden Fall. Noch im Abgang lang und mit dunkler Schokolade, Orange, süßes Malz, ja. Rote Früchte, nein. Und Charred Wood, also dieses ausgekohlte Holz. Das habe ich eher, wenn dann so ein bisschen in der Nase sitzt. Und im Abgang habe ich das jetzt gar nicht so doll. Also gar nicht so doll eigentlich. Eigentlich überhaupt nicht. Also manchmal kann ich den Tasting Notes ja zustimmen, aber bei dem jetzt, naja. Aber jeder empfindet das ja anders. Wenn ihr den probiert, seht ihr das vielleicht ganz anders als ich und stimmt da genau zu oder habt noch eine andere Meinung. Das ist ja schön am Whisky, da hat ja jeder, kann ja jeder seine Meinung drüber haben und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Gefällt mir gut. Schön gemacht. Für 10 Jahre gut gereift. Nichts Junges, nichts Unrundes oder so. Alkohol ist gut eingebunden. Schöne Mischung aus süß und würzig. Nicht so dieses typische Ex-Bourbon fast gereifte, sondern hat noch was Besonderes durch dieses aufbereitete Fass, durch das Rejuvenated Fass. Schönes Ding. Zu dem Preis kann man nicht meckern. Kann ich jedem empfehlen. Alles klar, das war's dann auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!